Sie äußern sich da also anders als Janine Wissler. Ihre Haltung ist ja oft weit von der aktuellen Linie der Parteispitze, aber auch der Partei generell entfernt. Die Zeit berichtet heute über eine noch unveröffentlichte Studie. Unter AfD-Anhängern sind Sie da äußerst beliebt. Sie rangieren knapp hinter Alice Weidel. Als Politikerin der Linken heißt das doch, irgendwas machen Sie falsch. Oder wie bewerten Sie das? Ja, ich finde, wir sollten lieber darüber reden, warum eine Partei wie die AfD inzwischen bei 18 bis 19% steht. Und wer hier eine Lösung offeriert, die darin besteht, das seien alles irgendwie rechte Wähler oder halbe Nazis, also der hat, finde ich, überhaupt nichts verstanden. Es ist doch ganz objektiv so, dass ganz viele Menschen zu Recht entsetzt sind, dass die Ampel oder auch mit welchem Ehrgeiz, mit welcher Energie die Ampel die Zukunft unseres Landes zerstört. Also wir haben viele objektive Probleme, aber das, was die Regierung macht, ist zusätzliche Probleme zu schaffen, statt Probleme zu lösen. Und das Problem unserer Partei ist, dass wir offensichtlich nicht mehr als eine glaubwürdige Opposition wahrgenommen werden, obwohl wir im Bundestag ja durchaus sehr sinnvolle Anträge einbringen, auch die Fraktionen eine sinnvolle Politik macht. Aber was von der Parteispitze kommt, überzeugt die Menschen eben nicht. Deswegen stehen wir bei 4 bis 5%. Und ich wünsche mir natürlich, dass es gerade angesichts dieser katastrophalen Regierungspolitik eine stärkere Opposition gibt. Dass Menschen mir nicht immer wieder sagen, um Gottes Willen, was soll ich denn noch wählen? Ich möchte diese Ampel, ich will diesen Habeck weghaben, ich halte das für verheerend. Das ist doch die Wahrnehmung von vielen. Also die denken doch einfach teilweise, die werden von Verrückten regiert. Und wenn man sich das Heizungsgesetz ganz offensichtlich wären Sie, Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche mit Blick auf die Zeit, die uns noch zur Verfügung steht,